Willkommen zurück, Leute, zu Heavy Rain. So, Sean, lass mal, Ethan, lass mal deine Gedanken hören. Der Parkschein mit der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft, aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Wirklich alles? Ich sollte mit dem Mechaniker da drüben sprechen. Meinst du, der weiß was? Aber warum werden wir hier hingeschickt? Also ausgerechnet hierhin. Entschuldigen Sie? Hey! Oh! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, zeig ihm das mal. Ich möchte mein Auto. Hey, war ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier. Habe ich das so gesagt? Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Danke. Na, einen schönen Tag noch, Meister. 2 Jahre soll der Wagen hier schon stehen? Das ist ja dann doch schon von langer Hand geplant, oder? Also, vor allen Dingen, das steht doch kein... Naja. Kommt mir ein bisschen... Also, das kommt mir jetzt schon ein bisschen sehr merkwürdig vor. Was muss das für eine gigantisch große Werkstatt sein? Ich meine, von außen sah das jetzt nicht unbedingt danach aus, dass die mehrere Etagen mit Autos haben. Ja, oder das ist einfach nur, ja, okay, das ist ein Parkhaus, das kann schon sein. Der ist es. Ich glaube, der ist es. Nein, das ist kein Parkhaus. Das ist wirklich, die haben jetzt 10 Milliarden Autos stehen. Da hinten. Aber die haben ja auch ganz coole Autos stehen so an sich. Und wir müssen wieder die Rostkarre da hinten nehmen. Es ist so typisch. Aber gut, was tue ich nicht alles für meinen Sohn? Ja, schau dich um. Nein, da im Handschuhfach. Nichts? Würde ich sagen... Wieso ist da denn auch was? Oder kann man da... Kann ich nicht nach oben gucken? Irgendwie, nö. Da, wo es eigentlich am offensichtlichsten ist, ne? Was ist das? Ach, Navi. Schalten wir es an. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Okay, na gut. Wo auch immer unser Ziel liegt. Und ja, Leute, man kann sich nicht anschnallen. Was soll ich denn tun? Es tut mir doch schrecklich leid. Ich würde, wenn es irgendwie gehen würde, würde ich mich natürlich sofort anschnallen, aber... Ihr wisst, ich bin immer sehr darauf bedacht, die Verkehrsregeln einzuhalten. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt.
Okay, das ist die erste Mission, Leute. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ob da wohl der Ehemann von der einen gestorben ist? Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Ja, Mann, los, komm. Wir tun's. Wir können das. Wir können das. Wir sind echt... Ja klar, warum nicht, hey? Hörst du jeden Tag im Radio? Akzeptieren. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Das Problem, was man sich dabei eher denken sollte, als dass er stirbt, ist eventuell, dass jemand anderes dafür draufgehen könnte. Ich meine, wir fahren hier gegen die Fahrtrichtung. Das ist für alle Beteiligten gefährlich. Das ist nicht nur für ihn gefährlich. Also, meine, ganz im Ernst. Vor allem, wenn du in 5 Minuten dann auch noch die 5 Meilen schaffen sollst. Okay, okay. Damn it. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's auch gerade ein bisschen verpeilt. Ich dachte, ich müsste wieder Bewegungssteuerung einsetzen. Oh, fuck, Mann. Bring den Wagen unter Kontrolle, Ethan. Oh, beruhig dich. Alles wird gut. Wir sind erfahrene Fahrer. Nein, nein, nein. Geh da weg, Mann. Na, ich geh weg. Boah, eng. Krasse Scheiße, krasse. Nein, das war falsch. Das war voll falsch. Egal. Boah, Mann, dammit. Ich habe immer Angst, dass die Bewegungssteuerung in diesem Fall nicht so gut funktioniert. In 3 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ich hoffe halt nur, dass es zeitlich im Endeffekt passt. Das ist mir sehr wichtig. Boah, krass, ey. Das ist auch so eine Sache, die möchte ich in meinem Leben nicht machen. Und das möchte ich auch niemals erleben, dass mir einer so entgegenkommt. Geh aus dem Weg, du Penner! Siehst du, dass hier jemand... Oh, krass. Oh nein, die Polizei. Scheiße. Ja, wie erklärst du das? Ja, hallo, ich wollte meinen Sohn retten. Wir drängen ihn ab. Es hilft nichts, ihr geht's... Er oder ich, so nach dem Motto. Oder sagen wir es anders, er oder mein Sohn. Und dann... Okay, der ist aufgehalten. Auch wenn es wirklich ist, ist es absolut falsch. Es ist absolut falsch, was wir hier tun. Es ist sowas von... Wow, sowas von falsch. Immerhin können die mit dem Kennzeichen nichts anfangen. Das ist doch schon mal... Oh, oh, verkackt. Nochmal verkackt. Ich hoffe, ich habe es nicht komplett verkackt. Steig da aus! Ziel erreicht. Steig aus, Mann! Drück das Display. Drück schon das scheiß Display, Mann. Drück das Display. L1. Bitte drück Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im... Ich wollte gerade sagen, hätte man da selber drauf kommen können? Wenn das Scheißding nicht brennen würde, ne? Dann hätten wir auf jeden Fall bessere Karten. Scheiße. L1. R1. R2. Das ist jetzt dieses dämliche Spiegelverkehrt-Denken sozusagen. Es ist schwierig, so über Kopf zu denken für mich, wenn ich nach oben oder unten drücken soll, oder rechts oder links sind. Naja. Okay, Ethan, jetzt müssen wir aber langsam zusehen. Es wird warm, es wird ein bisschen... Achso. Halten! Und noch... Oh, jetzt geht das wieder los mit mehreren Knöpfen und Schütteln und Knöpfe drücken und krass und überhaupt. Ja, das geht noch in Richtung, wo ich gar nicht mehr... Ich echt nicht mehr weiß, was abgeht. Hau das Ding auf, Mann. Es geht um dein Leben, Junge. Da gibt man sich doch wohl ein bisschen mehr Mühe. Bam, okay, geht doch. So, raus da. Schnell. Habe ich jemals so ein Weichei erlebt? Ich glaube nicht. So, und jetzt lauf weg, Mann. Die Polizei kommt bestimmt gleich schon.
Und glaub mir, die wollen uns nicht finden. Oder wir wollen nicht, dass wir gefunden werden, denn dann ist... Alter, wenn du danach gefunden wirst, ne? Wenn da Polizisten bei draufgegangen sind oder so, das ist dein Ende. Das war's, definitiv. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben die ersten Buchstaben. Der erste Hinweis ist da. Der erste Schritt in Richtung Rettung. Und was wir dafür getan haben? Tja. Darüber denken wir besser nicht nach. Madame ist mal wieder dran. Okay. Bisher haben wir die eigentlich nur in ihrer Wohnung gesehen und sie hatte einen Albtraum, oder? Ich meine schon. Was anderes haben wir mit ihr noch nicht erlebt. Wir wissen auch noch gar nicht, aus welchem Hintergrund sie überhaupt im Spiel ist. Sie scheint auch ins Hotel zu ziehen. Wahrscheinlich den Albträumen so ein bisschen zu entfliehen oder der dunklen Vorahnung. Wie auch immer. Gut. Dann nehmen wir uns mal einen Raum. Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind noch leben, denn alle... Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Michael Nady. Füllen Sie das aus. Er ist ein cooler Typ. Ja, doch. Macht mir einen guten Eindruck. Einen sehr gesunden Eindruck. Madison Page, 27. Ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock. Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Was ein Wichser. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Ein bisschen schon. 201. Treppe rechts, letzter Stock. Okay, muss mal gucken. Ich glaube, ich habe es jetzt schon verkackt. Wir hätten die andere Treppe nehmen sollen, wahrscheinlich. Aber ich denke mal, man kommt doch von hier aus irgendwie dahin. 201 ist wenigstens was ich mir merken kann. 201. Treppe rechts, letzter Stock. Ja, letzter Stock auf jeden Fall. Wir müssen da oben. So viel ist sicher. Solche Motels, ne, die so aussehen, gibt es ja eigentlich auch bei uns. Solche heruntergekommenen Kaschem. Ich weiß es ja nicht. Das ist 207. 205 oder war das 206? Ich konnte es nicht lesen. Ey, das ist doch Ethan. Geh weg, mit dem willst du nichts zu tun haben. Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Okay, ich habe mich nicht verlesen. Können wir jetzt einfach so laufen, oder? Ja.
ist der im Arsch. Ja gut, Autounfall, ne? Gerade frisch überlebt. Könnte sein, dass dir nicht ganz so hundertprozentig geht. Haben Sie den Schlüssel? Halt durch, Ethan. Du hast noch ein bisschen was zu tun. Es ist nicht nur diese eine Aufgabe, die dir blüht. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Das ist ja nix. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Ist das so? Medizin. Normalerweise ist im Badezimmer ein Medizinschrank. Normalerweise ist das so. Bei mir nicht. Bei euch? So, was wollen wir denn? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ah, das brennt schön. Das nehmen wir. Das saß rein. Weißt du, der Typ will uns nichts sagen. Dafür kriegt er erstmal einen reingewürgt. Ich desinfiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Oh, Sadisten. Wir können das jetzt... Komm, wir machen mal doll. Ach, schade. Ja, genau. Sorry. Alles klar? Das wollte ich jetzt nicht mal. Entschuldigung. Ich werde vorsichtiger sein. Wirst du? Nein, das war jetzt echt keine Absicht. Also ich wollte Ethan... Ich will Ethan noch nicht wehtun, Mann. Er handelt in besten Absichten, aber... Was er dafür tut, kann ich das im Endeffekt unterschreiben, dass das so richtig ist? Hätte man nicht vielleicht doch zur Polizei gehen sollen? Fertig. Würde der Keller das rausfinden? Das ist die andere Frage. Danke. Fragen über Fragen. Er hat Probleme. Ja. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Doch, geht. So. Ey, das Klo ist voll im Weg. So, was haben wir da? Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Gibt's auch was für den leichten Schmerz? Nein? Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Naja, ich glaube zwei gebrochene Rippen. Da so eine popelige Tablette. 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Duschszenen. Ja, da fällt mir was ein. Da wurde mir unter anderem vorgeworfen, ja, ein Let's Player zeigt doch normalerweise das Spiel und schneidet nicht einfach was raus, wo ich die Duschszene rausgeschnitten habe. Das Problem ist einfach, YouTube ist da sehr rigoros, wenn es um Brüste und sowas geht. Also, es könnte sein, dass sie mir einfach nur das Video sperren, also dass sie das Video dann nicht zu sehen bekommt. Oder, dass ich einen Strike für den Kanal bekomme und nur noch Videos mit 15 Minuten und so hochladen kann. Und so ein Kram. Deswegen... Deswegen, ja, erzählt man, löscht man sowas einfach. Oh, guck mal, da gucken wir doch. Spanner, ja. Ja, Verzeihung. Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Zumindest war ich das mal. Oder, na gut, vielleicht macht er das immer noch. Ich weiß es ja nicht. Nacktarsch. Madison.
Das ist aber auch nicht so ganz hundertprozentig, was du da machst, ne? Danke fürs Bleiben. Wie ein neuer Mensch. Mir geht es viel besser jetzt. Wie ein neuer Mensch, wie gesagt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Ist ein weltbekannter Typ. Ist im Fernsehen und so. Oh, guck mal. Und ein nahtloser Übergang zu Ethan. Dass man nichts ist. Aber Leute, die Büchse der Pandora machen wir erst im nächsten Part wieder auf. Bis dann und ciao.